Irgendwie gehen meine Haare heute gar nicht. Bad Hair Day. Ja, ich habe heute echt Bad Hair Day. Oh Mann. Heute regnet's. Und ja, dann dachten wir, warum nicht nach Bodo gehen? Wir machen Shopping und ein bisschen Kultur, so eine Mischung. Also ich mache eher Shopping. Und dann gehen wir noch Sushi essen. Und wenn er noch hoffentlich auf hat. Klassik in einem Parkhaus, auch mal was ganz Neues. Dieses Parkhaus ist einfach auch gleichzeitig so eine Mall. Also ich wollte da jetzt gerade spielen, aber man darf nicht, schade. So sieht es hier aus. Shoppen oder die Männer. Jetzt suche ich mal, ob ich einen Laden finde, was auch Mädchenklamotten gibt, weil ich brauche irgendwas. Ich möchte unbedingt einen Pulli haben, weil ich habe einen Pulli zu wenig mitgenommen nach Lacanau und deshalb friere ich jeden Abend. Und ich bin so auf der Suche nach einem Pulli und ich finde keinen. Und ich hoffe, dass ich jetzt einen finde. Hoffentlich. Das ist so krass. Die Stadt ist so richtig schön, alles so. Und dann hier so eine Seitengasse und es sieht richtig eklig aus. Wie in so einem Film. Pimki hat nichts, was mir gefällt. Ich suche jetzt gerade den Stradivarius-Laden. Hat mir eine Freundin empfohlen, dass er richtig gut sein soll. Und ich mache mich mal auf die Suche danach. Irgendwo hier müsste er sein. Mama hat Hunger. Was wollt ihr machen? Ich habe irgendwie ein bisschen Appetit. Wie viele haben wir denn? All die Jahre in Bordeaux und wir haben nicht gewusst, dass es hier so eine riesige Einkaufsgasse gibt. Das ist ja irre groß. Danke, Ricarda, für den Tipp. Das sieht auch irgendwie cool aus, aber das Problem ist, ich glaube, ich finde den da richtig schön. Heben doch einmal an. Heben doch mal vor dich. Na, ich glaube, die Farbe macht mich ganz, ganz blass. Ich glaube, das... Mensch! Naja. Was ich cool finde, ist die Hose hier. Aber ich habe schon, oh, ich habe schon so viele so Hosen. Ich will einen Pulli, ich will keine Hose. Tunika. Robe. Oh, das heißt nicht französisch Robe. Robe, das klingt viel schöner wie Tunika. Ich habe das T-Shirt gefunden. Ah! Was zur Hölle, warum? Oh mein Gott. Mein T-Shirt, ey. Also das finde ich hat was mit den Zeitungen. Oha. Alter, ich habe meinen Laden gefunden, ohne Witz. Ja, irre cool. Den Laden muss ich mir merken und schon, ob es den noch in Freiburg gibt. Hier gehe ich nachher. Hier werde ich mich gleich aufhalten. Das wäre für dich irre cool. Für mich? Abartig. Passt nicht. Orange.
Ich trage nicht gerne Orange. Aber zieh du, für dich wird das super aussehen. Wir gehen jetzt gleich was essen und dann gehen wir in den Laden wieder. Ich bin überlegen, ob ich hier sogar das Crybaby-T-Shirt holen soll. Oh, das sieht auch schön aus. Irgendwie bin ich zurzeit voll auf Rot. Ich meine, Rot ist gerade irgendwie eine Farbe, die ich irgendwie feiere. Ja. Bonjour. Vous n'êtes pas dans le bon sens, mesdames. Le début, c'est par là-bas. On est au Ah, ich glaube, wir müssen den Weg gehen. Yeah, yeah, just that on this way. Okay. Ah, merci. Okay, jetzt ist wie im Ikea, wir müssen hier den Weg gehen. Machen wir das oder nicht? Ich glaube, so groß ist der Laden nicht. Ich fühle mich gerade echt ein bisschen wie in Ikea. Schauen wir mal, wo ich hin will. Mhm. Irgendwie süß. Es gibt zwar nichts, was farblich in mein Zimmer passt, aber irgendwie süß. Merci. Und ich habe so viel Sommersprossen bekommen, das ist ja krass. Oh Mensch. Ich weiß, was ich nehmen soll, ich bin so unschlüssig. Es gibt hier so viel. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass die kein. Das dritte Mal, dass die kein Englisch können. Nee, das zweite Mal. Also schon das zweite Mal, dass ich was fragen möchte und die können kein Englisch. Und dann muss ich mit meinem super guten Französisch versuchen zu fragen, ob die nächste Woche noch da sind und die Rucksäcke verkaufen oder ob ich den filmen darf, während der Sushi zubereitet. Auf Französisch. Und das ist absolut kritisch. Nicht mein Ding. Ist es jetzt Leitungswasser? Ja. Echt? Ja, also, aber ich habe es geschafft, ich durfte filmen. Also ich darf noch filmen. Merci. Esse ich den Reis mit dem Stäbchen oder esse ich den mit dem Löffel? Wie du willst. Okay, warte mal, ich will mal demonstrieren. Wie man es nicht auseinanderkriegt, doch. Mhm. Okay, dann kommt es mir wieder. Ua. So eins. Man kann mit dem Mann nicht essen gehen, weil es immer, wenn er dabei ist, läuft was schief. Jetzt haben wir alle bestellt, wir haben alle unsere Suppe bekommen und wir wollten eigentlich nicht unbedingt eine, die war halt dabei. Und er wollte eine Suppe und was ist, er bekommt sie nicht. Was heißt Poussé? Ziehen oder drücken, bevor es jetzt peinlich wird? Drücken? Ah, oh, sehr gut. Ja, ganz toll. Oh Mann, ich bin gerade echt überlegen, ob ich mir das holen soll. Aber jetzt habe ich erst noch einen Pulli, weil das wollte ich ja eigentlich machen. Ich habe hier jetzt so einen Rollkragenpulli, einen weißen, einen blauen, eine graue Hose und das Crybaby-T-Shirt. Ich probiere es einfach mal an. Also das ist jetzt mein erster Pulli. Irgendwie feiere ich es. So Rollkragen.
Karl Lagerfeld. Und Karl, in Freiburg ist es nämlich so, dass du dir den Milch selber reinmachst. Und die haben echt jetzt? Ja, ja. Hey, das finde ich aber besser so. Sehr gut. Aha. Wir waren jetzt gerade eine ziemlich lange Zeit shoppen, ich glaube 3-4 Stunden. Und jetzt gehen wir noch eine Kirche anschauen, also ein bisschen Kultur ist heute sogar noch dabei. Diese Ehe ist schrecklich, sie überhaupt. Das ist so schrecklich. Das ist die beste überhaupt. Oh man. Die Qualität, gell? Das T-Shirt. Alter. Also jetzt trinken wir einen Kaffee. Alles ist gut, bei ihm fehlt die Creme. Willkommen zu Hause. Familie rennt mir weg. Oh Mann. Ja, ich wollte gerade noch ein Foto machen und jetzt sind sie mir einfach weggerannt. Jetzt muss ich wieder mich beeilen. Mutter macht gerade noch Fotos für ihre Schüler da hinten, weil da irgendein N schön designt wurde. Wieder mal Stopp gemacht, damit Mama wieder was für ihre Schüler fotografieren kann. Sie kommt, sie sprintet hinterher. Nächster Stopp für ihre Schüler. Das ist jetzt schon Stopp Nummer 3. Es gibt ja dieses komische, geschlungene Unzeichen. Welches? Ja, Ampersand. Und das entstand aus dem E und aus dem T. Das ist eine Ligatur. ET heißt ja im Französischen Et und. Und. Und dabei ist es jetzt noch so in der Form, wo wirklich nur das E und das T hast erkennen können. Ah, und das kannst du deinen Schülern. Das wollte man meinen Schülern. Okay, ja, cool. Ja. Ich erinnere an Faust. Jetzt wieder zurück ins Parkhaus. Bordeaux ist echt eine schöne Stadt, aber der Weg ist die Hölle. Es wackelt einfach so sehr, weil alle Straßen irgendwie kaputt sind oder so. Und alles ist eng und überall sind Baustellen und ja. Ich schau mal dieses Mini-Waschmaschine hier. Ja, ich bin eine Giraffe, danke. Es sieht doch aus wie eine Giraffe, weil es ist so fleckig. Ich habe so... Schau, da ist gar nichts. Kein einziges Schaumersprösschen und hier beginnt es dann und es eskaliert einfach. So, wieder zu Hause. Nach einem Tag in Bordeaux.